Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Heute treten wir gegen den SC Freiburg an, die Mannen aus dem Breisgau. Und mit einem Sieg bleiben wir oben weiter dran, im Moment auf Platz 6, also recht gut platziert. Haben ja jetzt auch eine gute Siegesserie mit 3 Siegen in Folge. Gladbach, Stuttgart und Schalke wurden besiegt. Und ich würde mal sagen, wir gehen ins Auswärtstrikot. Was hat denn Gladbach noch? Ja, das Weiß geht auch deutlich besser. Weiß gegen Schwarz, wir in Schwarz. Und ja, Bundesliga SC Freiburg gegen den Hamburger Sportverein an der Ivy Lane. 15. Oktober 2011, Anstoß 15:30 und der Schiedsrichter wird Dietmar Schönlebe sein. Profi 6 Minuten trocken. Ja, bei Freiburg spielt im Tor Oliver Baumann, davor Flum, Heiko Butscher, Bastian, Cedric, Macchiardi, Ferrati, Abdesatgi, Rosenthal, Caligiuri, Niku und im Sturm Papis, Demba, Cissé, der ja in echt schon von Freiburg in der Winterpause zu Newcastle United abgewandert ist. Ja, beim HSV Jaroslav Trockny, Dennis Diekmeyer, Slobodan Rajkovic, Heiko Westermann, die beiden Innenverteidiger, die von Verletzungen und Sperren zurückgekehrt sind, und dann Dennis Augo, der ja gegen Schalke das Siegtor geschossen hat. Robert Tesche spielt für Goko Kacza, der wollte ja einen Einsatz, der gute Tesche, das habe ich ihm dann auch gegeben. Dann Iličević, Skelbred, Gökhan Töre, immer noch für Jansen, und im Sturm unsere Dauerbrenner Paulo Guerrero und Mladen Petric. Gut, ja, was lässt sich zu Freiburg sagen? In echt hat der HSV jetzt ja gegen Stuttgart und Schalke verloren. Und wenn es dann morgen zu diesem Spiel kommt, am Samstag, das lade ich jetzt hier als Prognose hoch, aber wenn es dann echt zu diesem Spiel kommt, kann das ein echtes 6-Punkte-Spiel werden, denn der HSV ist richtig heftig gut wieder im Abstiegskampf dabei, und wenn sie das verlieren, dann Gnade ihnen Gott. Na gut, die letzten drei Ergebnisse. Gegen Schalke haben sie verloren, da haben wir gewonnen. Unentschieden gegen Stuttgart und gegen Gladbach gewonnen. Die haben gegen genau dieselben Gegner gespielt wie wir. Merkwürdig, aber gut. Und ja, Verletzungen und Sperren. Mucha ist rot gesperrt und Krimasch ist auf der Herrentoilette oder wo auch immer. So, die spielen recht defensiv mit nur einem Stürmer, 3 offensiven Mittelfeldspielern. Dagegen, wir spielen ja mit 2 Stürmern, aber dafür nur 2 einem defensiven Mittelfeldspieler, und die spielen ja mit 2. Aber trotzdem wird das bestimmt nicht einfach, weil die Freiburger werden bestimmt mauern, könnte ich mir vorstellen. Aber wir sind ja mit einer guten Siegesserie hier reingekommen und wollen das natürlich auch irgendwie so halten. Bam, ins Eck gezimmert vom Laden Petric. Sehr gut. Noch ein Schuss hier. Na, der war jetzt nicht so gut, aber gut. Ich glaube, würde sagen, wir starten und wollen hier am besten den 4. Sieg in Serie holen, oder Leute? Auf geht's. Ja, da haben wir eben auch schon Papis, Demba, Cissé gesehen, den Senegalesen, den, ja, Torjäger von Freiburg, da auch den neu in die Startelf gekommenen Heiko Westermann. Hier sehen wir die Spieler im Starttunnel, HSV als Sechster natürlich in der Favoritenstellung. Das muss man so knallhart sagen. Ja, das wird sicherlich ein interessantes Spiel, vielleicht können wir mal wieder einen schönen Kantersieg feiern. Auf jeden Fall gilt hier, nichts liegen zu lassen, nichts anbrennen zu lassen und der Favoritenrolle gerecht zu werden. Die tabellare Situation können wir uns auch gleich nochmal angucken. Die ist nämlich für uns nicht so schlecht, nachdem wir Schalke letztes Mal bezwungen haben. Bayern hat auch verloren, hier sehen wir es nochmal. Auf Platz 6, aber Hannover, Bremen und Schalke können wir heute packen. Das sind unsere direkten Konkurrenten. Können wir auch mal auf die Ergebnisse achten. Ja, Freiburg hier nochmal die Startausstellung, etwas defensiver, aber Cissé da vorne wird schon gut für Alarm sorgen. Da bin ich mir sicher. So, bei uns Rajkovic und Westermann wieder in der Innenverteidigung für Bruma und Mancien. Die etatmäßigen Verteidiger sind wieder da, und sorry, dass ich hier kurz unterbrechen muss, aber die Kameraeinstellung gefällt mir hier irgendwie nicht. So. So ist es doch schon viel besser. So mag ich das auch lieber. In einigen Arenen ist es irgendwie immer so verstellt. Na gut, möchte jetzt nicht groß drum meckern. Wir fangen hier direkt an. So, aber Freiburg liegt erstmal vor mit Abdesatgi. Aber wir schlagen zurück, und das ist Per Skelbred. Den gebe ich einfach mal steil auf. Boah! Bastians noch so gerade dazwischen auf Gero. Oh, Papis, Demba, Cissé. Augo, komm schon. Den müssen wir doch irgendwie vom Ball kriegen. Oh,
Stem, Papi, Stem, was ist hier? Der Senegalese macht da schon mal Alarm. Aogo konnte ihn dann noch stoppen, aber dann sind mindestens fünf Verteidiger um ihn rum. Und trotzdem kommt er zum brandgefährlichen Abschluss und fast hätte schon in der vierten Minute, ja, im Tor der Hamburger gezappelt. Das ist ja nichts, wo wir uns wirklich drauf drüber freuen können. So, kommt schon, Leute, was ist los hier? Die Euphorie aus den letzten Spielen ist hier irgendwie gerade ein bisschen, bleibt auf der Strecke. Der ist im Aus. Freiburg führt den Einwurf schnell aus. Caligiuri. Komm schon, den hast du, Aogo. Komm. Sehr gut. Aber dann der Fehlpass von Paolo Guerrero. Diekmeyer läuft ins Leere. Nicou dribbelt wieder gut aus. Rosenthal, Jan Rosenthal. Eieiei. Das ist die Chance, aber das gibt Abseits. Ach du Heilig. Ich dachte, Rosenthal würde ihn reinmachen. Ganz knappes Abseits hier von Papi Stemba Cissé. Und dann dachte ich, Rosenthal macht den da rein. Das wäre vielleicht sogar noch ein Eigentor geworden. Aber so ist es nur die zweite riesige Möglichkeit für Freiburg, die hier wirklich, ja, gut ausspielen. Das muss man so sagen. Oh, der Pass ist wunderschön. Der ist gelbreit. Ist gelbreit. Und das ist die Führung. Haha. In der 12. Minute schön rausgespielt. Skelbred ist der Mann für die Assists. Und Guerrero im Moment der Mann für die Tore. Den kann er schön legen. Da ist Baumann ohne Chance. Und Guerrero vollendet den. Also, Freiburg nutzt seine Chancen nicht. Und wir schlagen eiskalt zu. Paulo. Genau so ist es, aber meine eigentlich jetzt ja richtige Abwehr, sonst war es ja immer die Ersatzabwehr, die gespielt hat, aber meine richtige Abwehr hier, die gefällt mir noch nicht so wirklich. Aber immerhin die frühe Führung ist unser, das ist schon mal etwas, worauf ich gehofft hatte, muss ich ehrlich sagen. Denn mit einer frühen Führung im Rücken lässt es sich natürlich um einiges besser spielen. So, Gökhan Töre läuft ins Leere, Freiburg baut das Spiel auf, über Flum und Fibatki. Ein langer Pass in die Mitte. Der HSV steht hier noch etwas zu passiv. Da der Fehlpass und sofort geht's für den HSV in die Nahtstelle. Ivo Ličević, der Kroate, da fast durch. Also, wir setzen hier eiskalt die Nadelstiche, aber Freiburg macht das Spiel so ein bisschen. Also, dieser Spielverlauf war selbst von Experten, glaube ich, nicht vorherzusehen. So, Papiss Demba Cissé, der beackert da wieder die Abwehrseite. Da, gegen dem werde ich keinen Elfmeter schenken. Und Wolfsburg. Ja, die sind noch ein bisschen hinter uns, aber trotzdem ist es nicht gut, wenn die dauernd gewinnen. Ich glaube, die sind im Moment auf Platz 12 oder so. Gegen die spielen wir nämlich als nächstes nach dem Freiburg-Spiel. Aber wir wollen ja von Spiel zu Spiel denken. Also verschwenden wir nochmal keinen Gedanken daran. Und ähnliche Situation wie vor dem 1 zu 0, wie Petritsch den Ball da das Gelbrett in den Lauf legen will. Aber daraus wird nichts. Ja, vorne noch etwas zu unkoordiniert, die Freiburger, aber im Spielaufbau durchaus gefällig. Boah, komm schon, den hast du. Foul, foul, foul vom Freiburger Verteidiger. Habe ich auch so gesehen. So, Robert Tesche bisher, der neu eingesetzte Mann im defensiven Mittelfeld, noch recht blass. Denn im Mittelfeld, wie wir bis jetzt gesehen haben, hat ja Freiburg die Oberhand. So, komm schon, Skelbert, den Ball gewinnen. Na, dafür reicht's nicht. Na gut, Caligiuri. Die Mannschaft von Christian Streich, ja, spielt hier sehr gefällig, sehr gut. Schalke, einer unserer direkten Konkurrenten, die wir am letzten Spieltag abgefertigt haben, geht in Führung gegen die Lauterer. Das ist eigentlich nicht gut, aber Lautern kommt direkt wieder zum Ausgleich. Sehr schön. Auf Schalke in Gelsenkirchen holt sich den Ausgleich. Gökhan Töre. Das ist natürlich stark. Ah, kann den Ball nicht behaupten gegen zwei Verteidiger. Ja, ich hoffe, hier kommt das nicht auch gleich zum Ausgleich wie auf Schalke, denn diese Führung ist bis jetzt recht glücklich, muss man so sagen. Da sehen wir auch schon die Zweikämpfe. Heiko Butscher hat da deutlich mehr als Slobodan Rajkovic. Ja, bis zum gegnerischen Strafraum kombiniert Freiburg sehr gefällig. Das sieht alles sehr, sehr ballsicher aus. Das kleine Barcelona hier. Aber wenn es dann zum Strafraum geht, werden sie recht, ja, ungefährlich. Cedric Macchiadi ist das hier, wo wir gerade vom Strafraum reden. Aber da ist der Ball schon wieder weg. Boah, Türe kommt nicht ganz ran. Caligiuri, Freiburg baut das Spiel auf. Der HSV lauert hier auf Konter. So, Skelbred wirft sich mal in den Weg. Hat er den Ball? Nein, er hat den Ball nicht. Ball bleibt in den Freiburger Reihen, die hier
glaube ich, gleich extrem viel Ballbesitz haben werden, wenn wir uns die Statistik angucken. Hannover, auch ein direkter Konkurrent leider, geht gegen Köln in Führung. Verdammt! Und da ist Papis Dem, was ich sehe, ist Slobodan Rajkovic, der nach seiner Rotsperre wieder dabei ist, räumt da aber auf, hatte ja gegen Gladbach glatt rot gesehen und wurde, glaube ich, für 2 Spiele gesperrt. So, komm schon, Guerreiro, da kommst du noch ran. Ah, Freiburg macht das jetzt gut hinten. Hinten halten sie dicht und kombinieren vorne sich immer wieder zum gegnerischen Strafraum durch. Da muss selbst ein Offensivmann wie Ilicevic hinten aushelfen. Boah, schöner Pass. Schöner Pass. Und da ist der Ausgleich. Und ja, das muss man sagen, war verdient. Wunderschöner Pass auf Abdesatki, muss man dann sagen. Dann will ich mich da noch reinwerfen. Aber Drobny kommt nicht mehr ganz hin. Aus der Drehung. Ja, und wer sonst außer Papis Demba Cissé soll dieses Tor machen? Unglücklich der Ausgleich zu dieser Situation, muss man sagen. Wobei Freiburg sich schon schön erspielt hatte, muss man sagen. Und ich mich irgendwie auf dieser Führung zu sehr ausgeruht habe. Und ja, dadurch sehr schöner Pass jetzt hier aber. Ohoho, wunderschöne Kombination. Und gerade wollte ich noch über den Ausgleich greinen. Aber wieso soll man greinen über den Ausgleich? Sehr schön von Aogo war es, glaube ich, reingespielt. Petritsch vollendet auf Guerreiro und der macht hier sein zweites Tor. Und der HSV direkt mit der Antwort. Dieses Mal sollte ich mich nicht so auf dem Vorsprung ausruhen. Oh. Ah, verdammt, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Also mit den wenigen Angriffen, die wir bis jetzt gegen Freiburg haben, bin ich eigentlich gut umgegangen. Aber hier wäre zum Beispiel auch das 3-1 wichtig. Aber ich kann mich nur wiederholen, wie auch in den letzten Spielen. Psychologisch ist das natürlich extrem wichtig, hier vor der Pause 2-1 in Führung zu gehen. Und es sind zuletzt wirklich die schmutzigen Siege, die knappen Siege, die uns die Punkte einbringen. 3-2 gegen Stuttgart, 2-1 gegen Schalke, 5-0 gegen Gladbach, gut, das wäre jetzt etwas höher, aber hier könnte es wieder ein knappes Ergebnis werden. Aber die dreckigen Siege sind die wichtigen Siege. Ja, 2-1 Pausenführung für den HSV, gleich in der Statistik werden wir wahrscheinlich sehen, dass das nicht so verdient war. Hier das 1-0, schön von Skelbert in die Mitte gelegt und dann muss Gero nur noch vollenden. Hier das 1-1, Abdesatki liegt schön auf CC, aus der Drehung befördert der den Ball im Liegen fast schon ins Tor und hier das 2-1. Petr schön in die Mitte und Gero. Da musst du ihn erstmal zwischen Torwart und Verteidiger durchbekommen. Nun gut, die anderen Begegnungen. Köln liegt 1-0 gegen unseren direkten Konkurrenten Hannover zurück. Bayern der Tabellenführer. 0-0 gegen die Hertha BSC. Schalke 1-1 gegen Kaiserslautern, auch ein direkter Konkurrent, der bis jetzt Punkte liegen lässt. Wie die Bayern, wobei die Bayern sind noch ein bisschen weiter weg. Naja gut, das ist dann eher Zukunftsplanung und Wolfsburg führt gegen den ersten FC Nürnberg. So, zur Halbzeit sollte ich da einen Spielerwechsel vornehmen. Wir haben ja mit Westermann schon einen etwas verletzteren Mann, aber das sieht alles gut aus. Wobei für Tesche werde ich jetzt mal Katscher bringen, denn Tesche hat mir da nicht gut gefallen. Er wollte seinen Einsatz, er hat seine Chance bekommen, hat sie nicht wirklich wahrgenommen, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen wird jetzt Golko Katscher hier reinkommen, um da hinten ein bisschen was zu stabilisieren, um ein bisschen den Zerstörer zu mimen, damit Freiburg sein Spiel nicht mehr so aufziehen kann, wie sie es in der ersten Hälfte taten. Gut, die ersten 45 Minuten sind rum. Oh. Schalke macht direkt mal Druck und macht ebenfalls das 2-1 wie wir. Na gut, dadurch soll ich mich jetzt nicht irritieren lassen. Komm schon, Diekmeier. Die Flanke rein. Wolfsburg erhöht auf 2-0. Aber diese Flanke war dann im Endeffekt doch nur Fallobst, eine Bananenflanke. So, Rosenthal auf Außen. Ich werde ihn mal versuchen wegzugrätschen. Ja, sehr schön. Also Aogo geht da wirklich mit der nötigen Aggressivität und Disziplin, aber auch zu Härte. Zu Härte. Also jetzt steht er da neben dem Ball rum. Also das geht ja gar nicht. Aber Bayern geht gegen die Herthaner, gegen den Hauptstadtclub aus Berlin in Führung. Verdammt, also alle unsere Konkurrenten, Hannover, Schalke und die Bayern führen, also alle, die vor uns in der Tabelle stehen zumindest. Die Bayern würde ich nach dem jetzigen Punktestand auch nicht wirklich als direkte Konkurrenten betrachten, da sie doch noch ein Stück weg sind. Aber das übt natürlich Druck auf uns aus. Abdesatki, der kann sich da noch nicht so durchkombinieren, also bitte. Boah! Und Rajkovic rettet für den geschlagenen Drobny. Also wirklich, guckt euch das da mal an. Der wäre drin gewesen und Rajkovic, Handspiel. Na gut, Schiri hat nichts gesagt. Rettet er auf der Linie mit dieser Rettungsaktion. Zack, kommt dann nochmal reingegangen. Uiuiui, wenn wir hier Punkte verlieren,
dann ist das gut für unsere Konkurrenten, denn die punkten wir jetzt alle, deswegen dürfen wir hier nicht verlieren. So, können wir die Szene bitte noch 10.000 Mal sehen? Das wäre extrem nett. So, Eckball gibt's, ausgeführt von Jan Rosenthal. Gökhan Töre, hol ich mal mit in die Mitte. Oh! Papis Dembassisse, nächste riesige Chance für Freiburg. Der war wirklich Zentimeter neben dem linken Pfosten vorbei. Und fast hätte es erneut eingeschlagen durch Papis Dembassisse. Im Netz von Jaroslav Dropny, genannt Drobo. So, Gökhan Töre setzt sich da gut durch. Zieht in die Mitte, à la Arjen Robben. Kommt da durch? Komm schon! Boah, knappes Ding. Da hätte man durchaus mehr draus machen können. So, Iličević wird die Ecke machen. Ich lasse sie aber mal Gökhan Töre ausführen. Der kann die nämlich ein bisschen vom Tor wegwirbeln und das kann ja auch helfen. Die ist gar nicht schlecht, aber Oliver Baumann, der deutsche Nachwuchskeeper, pflückt sich die runter und gibt gleich nach vorne zu dem Papis Dembassisse, Amagoku Katscha. Ja, macht hier seine Auswechslung, rechtfertigt die, denn er gewinnt das Kopfballduell gegen den hochgewachsenen Senegalesen. Oh, Petric verliert da wieder das Duell. Petric heute noch nicht so drin, muss man sagen. Guerrero macht die Tore bisher. Auf den ja der HSV in echt, ihr wisst es wahrscheinlich, ist ja fast durch die ganze Welt gegangen. Ich glaube, das Video von seinem Foul gegen Sven Ulreich beim Spiel gegen den VfB Stuttgart, das ja sang- und klanglos 4-0 verloren ging, hat bei YouTube über 3 Millionen Klicks. Also, tja, der wird dem HSV noch gut lange fehlen. 7 Spiele noch. Nach diesem Spiel hier gegen Freiburg, wenn es in der Realität dann morgen ist, 6 Spiele. Also, nun ja, aber solange er hier virtuell trifft, werde ich ihn nicht auch auf die Bank setzen, muss ich sagen. Denn er ist ja momentan der Mann, der die Punkte macht. So, dieses Mal vielleicht mit Iličević etwas näher ans Tor ran. Komm schon, Guerrero. Oh, Baumann mit einer guten Parade. Erste dicke Chance für den Hamburger Sportverein in Halbzeit 2. Und jetzt werde ich, glaube ich, mal für Petric einen Wirbelwind bringen. Für den Kapitän, denn Hyoemin Son soll da mal ein bisschen die Freiburger durcheinander wirbeln. Vielleicht nicht so einen kantigen Stürmer wie Petric, sondern mehr so einen, ja, wendigen, schnelligen, spritzigen Stürmer, der dann wirklich mal für Petric, für Guerrero ein bisschen Platz schaffen kann, ein paar Leute auf sich ziehen kann und dann vielleicht den entscheidenden Pass spielen kann. Also Südkoreaner für Kroate. Da haben wir ihn auch gleich schon. Geht auch gleich schon mal Mann vorbei. Bringt die Flanke rein, gefährlich. Boah, nicht gut verteidigt da. Ja? Dieser Kopfball war nicht wirklich gut geklärt. So, Katscha, kommt Leute, jetzt schön mit nach hinten arbeiten. Ich will hier keine Punkte in Freiburg liegen lassen. Das ist hier eigentlich ein Pflichtspiel-Sieg. Freiburg im Moment in der Tabelle auch sehr weit unten anzufinden. Ich weiß gar nicht, ob sie letzter sind. Und genauso habe ich mir das vorgestellt. Son, ah, verdammt. So, Wolfsburg erhöht auf 3-0. Also die Elf von Felix Magath schießt sich da ein bisschen den Frust von der Seele anscheinend. So, schön gespielt hier. Ey! Boah, der hat mich aber gehalten, so wie ich das gesehen habe. Aber jetzt ziehen wir hier unser kleines Powerplay auf. Da kann uns so eine Aktion vom Papis Dembassisse auch nicht stören, denn der HSV bleibt im Ballbesitz. So, Katscha ist nicht wirklich der Spielmacher, deswegen geht der immer auf Son. So, Guerrero, der kann ja aus den kleinsten Chancen noch was Gutes rausziehen für den Hamburger Sportverein. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, aber hier ist dies nicht der Fall. Das Gelbrett wirkt auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Den werde ich gleich mal auswechseln und dann für ihn, da habe ich gerade mit Katscha erklärt, für ihn werde ich dann mal den guten Christian Rodriguez bringen, noch ein bisschen offensiveren Spieler. Rajkovic meckert da, er hat ja seiner Mannschaft wirklich einen guten Dienst erwiesen, als er einmal gerettet hat. Das Gelbert hat gut gespielt, das 1-0 durch Guerrero mustergültig vorbereitet, aber jetzt ist er ziemlich platt nach diesen 75 turbulenten Minuten und macht Platz für den uruguayischen Spielmacher. Eieieiei. Also Standardsituationen sind immer recht schwierig. So, komm schon, Gökhan Töre. Gibt auf Son und der Son ist schnell. Son, komm schon. Behauptet auch sich im Ball, im Duell. Komm schon in die Mitte. Verdammt, da sollte eigentlich in die Mitte auf auf Guerrero spielen, der da eigentlich total frei stand. Gut, nochmal. Lass Gökhan Töre mal durchlaufen. Die Flanke kommt, aber sie kommt nicht sehr platziert und deswegen keine Gefahr im 16er der Breisgauer. Oh, der Pass war nicht so gut. Fehlpass von Katscha war es da, glaube ich. So, diszipliniert verteidigen.
auch wenn es ein knapper Sieg ist. 3 Punkte sind 3 Punkte, Freunde. So, den Passweg zu Papis Dembas ist hier immer zumachen möglichst. So, Ilicovic mit einer Einzelaktion vielleicht. Nee, gibt ihn raus auf Guerrero. Der sichert den Ball. Nee, Son ist es da in dem Fall. Ah, Guerrero kommt nicht an den Ball. Das war nicht so stark gemacht. Rodriguez spielt da, macht dann Foul, aber wird nicht gehandelt. Oh, da war die Lücke, weil Westermann sich wegbewegt hat. Das ist Niku. Ich hole Diekmeyer raus. Den dürfen wir nicht zum Flanken kommen lassen. Sehr gut. Und jetzt gleich den Konter aufziehen. Wunderschön. Jetzt 3 gegen 3 Situation da. Oh, komm schon. Alter, wie der weggeflogen ist. Herrlich. So, Guerrero geht hinter den Ball, ackert mit. Natürlich will hier jeder Spieler des HSV den Sieg, und wir haben schon mal solche Spiele vergeben, aber letztens auch gegen Schalke und Stuttgart solche Ergebnisse ins Ziel gerettet. So natürlich nicht. Rodriguez. Ey! Nein! Jan Rosenthal in der 90. Minute machte den Ausgleich nach wunderschönem Pass auf ihn. Das muss man so sagen von Papis Dembasisse. Kacke, ey. Ja, wirklich ärgerlich. Da kann ich da nichts mehr machen. Drobny völlig ohne Regung, das muss man so sagen. Aber das ist natürlich extrem ärgerlich. So, hier. Jetzt schalte ich nochmal auf den 4-3-3 um. Da kenne ich nix. Also wirklich, Leute, das war extrem ärgerlich. So, 90. Minute. Das wird wahrscheinlich nichts mehr hier mit einem Sieg. Aber versuchen kann man es ja nochmal. Ah ja, ja, da habe ich mich zu sehr auf der Führung ausgeruht. Komm schon, den schießt du jetzt nicht weg, du Mistkerl. Alter, nicht noch die Niederlage kassieren. Das wäre jetzt ganz, ganz bitter. Ja, die Konkurrenten punkten wir nicht. So sieht's im Moment aus. Ja, das wäre zwar noch ein schöner Angriff gewesen, aber Freiburg schafft noch den Ausgleich. 2:2 Spielende. Hamburger Sportverein gegen Freiburg. Das ist zu wenig im Kampf um die Europa League Plätze. Da hat uns Rosenthal kurz vor Schluss nochmal den Ausgleich eingeschenkt. Ärgerliches Ding, aber man kann eben nicht immer gewinnen, Leute. Ah, da ärgere ich mich jetzt schon ein bisschen drüber. Guerrero wieder mal eigentlich der Matchwinner hätte er sein sollen, aber Rosenthal vermiest uns dann den Nachmittag. Ja. Ärgerliches Ding, das muss man so sagen, aber der Pass war natürlich purer Traum auf Cissé, der auf Freiburger Seite der beste Mann war. Das muss man, glaube ich, schon so festhalten. Ja, ach, ich ärgere mich da. Hier nochmal das 1:0. Paulo Guerrero, zack, rein damit. Der Ausgleich durch Papis Dembasisse, wo die Freiburger wirklich besser waren. Dann die erneute Führung für den Hamburger Sportverein. Paulo Guerrero war es erneut, der auch eine große Chance in der zweiten Halbzeit hatte. Und hier, dieser Pass von Papis Dembasisse, dann ist es da, glaube ich, unten Rajkovic, der sich weg vom Verteidiger orientiert und den Weg aufmacht. Ja, Hannover gewinnt. Schalke gewinnt und Bayern gewinnt. Das ist natürlich alles andere als gut, Leute. Da haben wir deutlich, ja, aufs Maul bekommen, was das angeht. Also wir haben 2 Punkte verloren auf die Spitze. Bester Mann Heiko Butscher, ein Abwehrspieler. Daran sieht man vielleicht, wie gut Freiburg wirklich am Ende gestanden ist und das wirklich gut verwaltet hat. Insgesamt muss man sagen, Freiburg war besser. 59% Ballbesitz. Das Barcelona der Bundesliga. Na gut, eigentlich können wir noch zufrieden sein mit diesem 2-2, aber in der Entstehung ist das natürlich bitter. Nun gut, wir gucken mal, wie es jetzt tabellarisch in der Tabellensituation aussieht. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Freiburg holt einen Punkt gegen uns im Kampf gegen den Abstieg. Guerrero ist jetzt gleich auf mit Klaas-Jan Hüntelaar. Und Freiburg ist sogar Achter, also gar nicht weit hinter uns. Ach ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie Bremen spielt. Und dann haben wir auch noch bald das Pokalspiel gegen den FSV Frankfurt, wie ich das Wappen dann heute. Nun gut, bis zum nächsten Spiel. Erstmal die Pressekonferenz. Den Herrn Magath, den verunsichern wir. Natürlich. VfL Wolfsburg ohne Disziplin. Gerd Gelzer rügte VfL Wolfsburg für ihren Mangel an Disziplin. Das muss so ein direkter Angriff auf den Trainer von den VfL Wolfsburg verstanden werden. Gerd Gelzer sagte, im Moment scheinen sie wirklich große Probleme mit ihrer Disziplin zu haben. Die Mannschaft wirkt, macht einen chaotischen Eindruck und findet nach dem Anpfiff nur schwer ein Spiel. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Ungewöhnlich, dass ein Trainer vor so einem wichtigen Spiel einen derart angriffslustigen Ton anschlägt. Es dürfte jedenfalls eine interessante Partie werden. Genau das wird es werden. Bayern hat schon gespielt, hat
Wir haben Bayern gespielt. Das will ich jetzt mal kurz nachgucken. Im Freitagsspiel. Nee, hier nicht. Das gucke ich unter eigentlich unter Einstellung Statistik natürlich. Und zwar unter der Bundesliga. Spiele und Ergebnisse nach. So, den Spieltag haben wir schon gesehen. Den will ich nicht. Hier. Ah ne, wir müssen nach unten gehen. So. Bayern. Bayern, Bayern, Bayern. Bayern hat doch ein Spiel mehr als wir. Aber wir haben anscheinend das Freitagsspiel gegen. Bayern hat gegen Hertha gewonnen. Ja, genau. Aber Bayern hat ein Spiel mehr auf der Tabelle. Warum auch immer. Fragt mich nicht warum. Da seht ihr 10, 9, 9. Und wir haben auch 9. Warum auch immer die schon alle 10 haben. Na gut, wir können nochmal auf die. Nicht Teamstatistik, sondern Spielerstatistik gucken. Also sehen wir, bei den Torjägern ist Paulo Guerrero ganz oben platziert von uns. Mit 8 Toren. Torvorlagen ist auch Petritsch recht weit oben platziert. Und Skelbert natürlich auch. Ja, hier ist Dropny nur auf Platz 8. Gelbe Karten. Boah, Auge und Jansen sind recht weit vorne. Rote Karten. Ja, gut. Das wollte ich dann nur noch mal kurz zeigen. Also meine Prognose für das Spiel morgen gegen den SC Freiburg ist ein 2-2. Ich hoffe natürlich, der HSV wird es dann noch besser machen, denn das ist ein ganz wichtiges Spiel. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was passiert. Der VfL Wolfsburg, ah, jetzt taucht er doch auf, wird unser nächster Gegner sein. Und ja, das wird dann auch ein direktes Duell im Nordderby. Wer vielleicht die Nummer 1 im Norden ist, wobei Bremen und Hannover dann noch weiter vorne platziert sind. Also, wir sehen uns das nächste Mal und dann werden wir auch schon im deutschen Pokal gegen den FSV Frankfurt antreten. Also, bis dann und ciao.